Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Ja, heute gibt es eine weitere Bonusfolge, die zweite Bonusfolge hinsichtlich Ergänzung, Erweiterung rundherum um meine beiden Brettspieltische, wo jetzt auch einmal zum ersten Mal die oberen beiden Neopren-Spielmatten draufliegen, um das Ganze nach oben abzuschließen. Aber darum soll es nicht in dieser Folge gehen. Es geht zwar auch so ein bisschen irgendwie um Neopren. Den kann ich hier noch ein bisschen rüberziehen. Das ist nämlich bei dem großen Tisch. Ragt er so weit, dass hier die schwarzen Melaninplatten genau abgedeckt sind. Und bei dem etwas kleineren Tisch, da wird der Rahmen auch noch mit abgedeckt. Da schließt das Bündige mit dem Rahmen ab. Also passt genau für die Neopren-Spielmatten, die großen von boardgamedebels.com. Ja, jetzt wollen wir aber erstmal gucken, was hier noch auf dem Tisch liegt. Noch eine kleine Ergänzung zu den Brettspieltischen in eigener Sache. Da habe ich mir was, so gesehen, personifiziertes anfertigen lassen. Steht auch drauf hier, fragile, handle with care, don't drop, or throw, don't stack, or press, keep dry. Da wollen wir mal reingucken, was sich hier in dieser kleinen Box befindet, die vor einiger Zeit bei mir in der Post war. In der Box ist eine kleine Box, eine runde Box, befindet sich in der eckigen Box und in dieser runden Box befindet sich etwas drin. Da können wir mal reingucken. Gucken wir mal, ob ich das so aufbekomme. Ja, es geht auf. Ups. Und dann holen wir das Ganze mal raus. Und darin befindet sich so gesehen die Miniaturausgabe der riesengroßen Neopren-Spielmatten in klein. So gesehen ein paar Werbebanner für meine Spieltische. Und zwar, wie ihr hier lesen könnt, steht hier jetzt mein Firmenname mit drauf, mit dem entsprechenden Firmenlogo, entsprechend so ein bisschen zweifarbig gedruckt. Hier entsprechend, man kann es auch nochmal sehen, eine recht gute Auflösung, recht guter Druck. Ich gehe mal ganz nahe ran. MrFlessDesign.de, mein Shop von über alle Sachen hinsichtlich Brettspiel-Organizer und demnächst auch sicherlich hier Bauanleitungen zu diesen Brettspieltischen. Ja, die muss ich jetzt noch im Zuschneiden. Wie ihr seht, das sind alles die gleichen, alle vier, zwei in dieser Farbe, zwei in dieser Hintergrundfarbe. Und die schneide ich jetzt nochmal so aus und die liegen natürlich später in den Videos, die ich dann präsentiere, als Werbelogo irgendwo auf dem Spieltisch. So ist das denn der physische Logo, das physische Logo und kein digitales, nachträglich ergänztes Logo. Ja, ich werde jetzt noch einmal das Ganze zuschneiden und dann gucken wir uns gleich zum Ende der Folge einmal die fertigen Matten an, wie sie so gesehen ausgeschnitten aussehen. Okay, wir sehen uns gleich nochmal. Bis gleich. Ja, ein paar Schnitte später aus 5 macht 4. Einen Rest hier in der Mitte, der nicht mehr benötigt wird. Und dann entsprechend hier die vier Werbelogos in verschiedenen Farben. Sollte eigentlich die Farbe des Hintergrundes sein. Es kommt relativ gut hin beim Weinrot, das sind die unteren beiden. Und das Tiefschwarz hätte etwas dunkler sein müssen, aber ich denke mal, das ist okay. Und die können natürlich jetzt irgendwo platziert werden auf dem Spielbrett, auf der Spielfläche und werden dann später in späteren Videos auftauchen, die demnächst dann bei mir auf dem Kanal zu sehen sind. Ja, das war eine kurze zweite Bonusfolge, die Werbelogos zu MrFlessDesign.de. Ja, so viel für heute, so viel für jetzt. Wir sehen uns demnächst mit weiteren Folgen auf meinem Kanal, dem Kanal von Mr. Fless von MrFlessDesign. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen, wünscht euch euer Mr. Fless. Bye, bye.